geht ab, Leute, Team Bubble Tea. Wir haben heute die zwei und wir haben wieder ein paar Höhlen von unserem Sponsor Ultimate Guard bekommen. Ultimate Guards, die besten. Ja, sag was. Ciao. Also testen wir mal auf. Sollen wir aufmachen, oder? Ja, machen wir. Wir haben schon viele Gerüchte über Ultimate Guards gehört. Also der Blackboxen war echt schon echt mega geil. Jetzt sind die Höhlen bestimmt auch richtig geil. Sind die hart? Also das ist für extra, der Gott. Die sind jetzt Supreme. Die sind jetzt richtig, die sind jetzt hart wie die normalen Höhlen. Also eigentlich schon mal für das extra Deck schon mal richtig geil geeignet. Sag mal deine Höhlen. Ja, ich habe jetzt hier Farbe Orange, also fühlt sich schon echt gut an. Muss ich sagen. Ja, ich werde sie jetzt nächste Woche auf dem Turnier testen. Da fahren wir auf dem Turnier, da werden wir mal gucken, wie es sich anfühlt, wie es zu spielen, wie lange sie auch halten. Ja, und ich denke mal, also bis jetzt recht gut. Ich finde es auch, da gibt es ja auch so Höhlen da hier, die da oben einen Punkt haben. Ja, das Ding. Genau. Das mag ich gar nicht. Ja. Ja, die mag ich überhaupt nicht. Also, jetzt zum Vergleich, also ich will die jetzt nicht schlecht machen, aber also vom optischen, also finde ich die eh besser. Ja, ich denke auch, wir haben auch verschiedene Farben. Ja, hier haben wir Orange, hier jetzt auch lila. Zum Beispiel für die Farbe cool. Ja, hier haben wir Blau, auch eine schöne Farbe. Ich denke, da gibt es noch ein paar mehr im Sortiment. Schauen wir mal, wie sie jetzt vom Spiel her sind. Wenn wir jetzt hier, weißt du, die Spieler, die machen immer hier mit ihren Händen alles. Schauen wir noch. Gucken mal, ob wie die dann sind danach. Schauen wir noch, wie die Höhlen ausschauen, wie die Karte drin ist. Jetzt habe ich hier unser Team Bubble Tea Token genommen. Das heißt, man sieht hier, es liegt genau perfekt an der Kante. Also es liegt eigentlich perfekt in der Hand. Auch perfekt zum Ziehen. Gleitet auch schön glatt. Man sieht das Glänzen hier. Wie viele Karten sind in deinem Pack? So viele. 60, also in dem jetzt hier waren 60 Stück drin. 60 Stück, ja. Aber da haben wir auch noch andere. Perfekt für Side und Main. Alles. Da gibt es hier auch noch so. Die nennt sich irgendwie Sleeves, also ich denke mal, das sind so Schutzhüllen für Ordner oder was auch immer. Ja, hier sind 100 Stück drinnen. Ja. Mach mal auf. Aufmachen. Sind die hart oder weich? Ja, die ist eigentlich recht weich im Vergleich. Also die ist härter, die ist fester als anstatt der hier. Ich glaube, die sind einfach nur zum Schutz da. Ja. Genau. Ich denke mal, die sind halt eher so für Ordner oder so. Die passen genau rein, ja. Um einfach halt die Karte zu schützen. Ja. Kann man auch als Doppelhülle benutzen wahrscheinlich. Eventuell, ja, kann man sogar als Doppelhülle benutzen. Ja. Okay, das ist krass. Dass man halt dann zum Beispiel die Karte doppelt schützt und rundet. Ja. Das ist halt eine Option, aber ja, liegt auch perfekt an. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, 100 Stück sind da drin in dem hier. Auf jeden Fall auch ends viele Farben haben die. Ja. Checkt mal ihre Webseite ab, unten in der Beschreibung. Ansonsten werden die nächste Woche getestet auf einem Turnier. 7, 8 Runden lang und danach. Da schauen wir, wie es ausschaut. Genau. Ansonsten vielen Dank an unseren Sponsor Ultimate Guard, euer Team Bubble Tea. Peace. Peace.